Wer spricht eigentlich für die Christen in unserem Land? Auf evangelischer Seite präsentiert sich die EKD als das Sprachrohr für christliche Positionen. EKD, das ist der Zusammenschluss der Landeskirchen, die sich einmal im Jahr zu einer großen Synode treffen, um der Öffentlichkeit mitzuteilen, worauf es in dieser Zeit als aus christlicher Perspektive besonders ankommt. Leider ist dieses Sprachrohr seit Jahrzehnten zu einem politischen Player geschrumpft, der sich als Vorreiter grün-linker Politideen inszeniert. Auch die Synode jetzt im November erfüllte die Erwartungen ihrer politischen Verbündeten über alle Maßen. Das wäre eigentlich keine Meldung wert, wenn nicht die Vertreter der Evangelikalen diesmal einen ganz überraschenden Schulterschluss mit der EKD-Spitze vollzogen hätten. Wie sollen wir das verstehen und einordnen? Aber kurz der Reihe nach. Die Präsidentin der Synode, Anna-Nicole Heinrich, setzt sich ja seit ihrer Wahl für queere Positionen ein und will zum Beispiel die Gender-Ideologie weiterhin massiv verbreiten. Bei dieser Synode nun sorgte sie dafür, dass die Sprecherin der linksradikalen Organisation Last Generation, Aimé van Baalen, ein Referat halten durfte. Last Generation predigt eine radikale Klimareligion, darin der EKD sehr ähnlich, und hält im Dienst dieser Religion auch massive Rechtsbrüche für legitim. Weite Teile der Synodalen bejubelten diese Propaganda mit Standing Ovation. Und Frau Heinrich versicherte auf einer Pressekonferenz feierlich ihre Unterstützung. Wir solidarisieren uns mit euch, sagte sie. Da wundert es überhaupt nicht, dass die Synode sich auch noch im Namen des Glaubens als Verkehrspapst gebärdete und für Autobahnen ein Tempolimit von 120 Kilometern forderte. Kirchliche Mitarbeiter sind noch ärmer dran, denn ihre Temponadel soll bereits bei 100 Kilometern stehen bleiben, wenn sie mit gutem evangelischem Gewissen unterwegs sein wollen. Damit wir uns richtig verstehen, ich scherze ja nicht, die haben das wirklich so beschlossen. Aber jetzt kommt's. Warum ist das für uns überhaupt eine Meldung wert? Schon vor Jahren konstatierte ja der Medienwissenschaftler Professor Norbert Bolz zu Recht, die EKD ist eine NGO mit angehängtem Second-Hand-Shop für Religiöses. Andere nennen sie nur noch Greenpeace mit Gesangbuch. Und Jan Fleischauer fügte jetzt auf focus.de hinzu, die EKD ist die größte politische Vorfeldorganisation, über die die Grünen verfügen. Neben der grünen Jugend gibt es also auch eine grüne Kirche. Erstaunlich, ja geradezu sensationell ist, wer die Präsidentin der Synode gegen aufkommende Kritik und Rücktrittsforderungen jetzt besonders lautstark verteidigte. Sie werden es kaum glauben, die Sprecher der Evangelikalen waren es. Der Präses des einst ruhmreichen Gnadauer Verbandes, Steffen Kern, begrüßte sogar den Synodenauftritt der linksradikalen Last Generation. Er sagte, als Kirche sollen wir mit möglichst vielen Gruppen reden, Ängste und Hoffnung gerade junger Menschen wahrnehmen. Moment mal, da wird Aimé van Baalen zur Repräsentantin jugendlicher Hoffnung stilisiert? Und ihre Propagandarede zum Gespräch? Natürlich wäre auch Kern gegen Gesetzesverstöße, immerhin. Auch der Vorsitzende der württembergischen Christusbewegung Lebendige Gemeinde, Friedemann Kuttler, wollte sich nun nicht gleich mit Last Generation solidarisieren, aber dafür umso mehr mit der genderbewegten Synodenpräsidentin. Immerhin gebe sie der Kirche, wie Kuttler sagte, ein anderes Gesicht. Nur ist anders ja noch kein Wert, wenn es vor allem anders ist als Gottes Wort, das von seinen Dienern verlangt. Diese Statements evangelikaler Funktionäre sind leider keine Ausnahme, sondern passen ins Bild der letzten Wochen. Als die Kulturstaatssekretärin Claudia Roth forderte, der Bibeltext auf der Kuppel des Berliner Schlosses solle zeitweilig überblendet, ja überdeckt werden, da war es ausgerechnet die Evangelische Allianz, die sie gegen aufkommende Kritik in Schutz nahm.
Also Sie wissen schon, dieses Zitat aus dem Neuen Testament, dass König Friedrich Wilhelm IV., als er die Kuppel in den 1840er Jahren bauen ließ, anbrachte, wo es heißt, es ist kein anderer Heil, es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn der Name Jesu zur Ehre des Vaters, dass im Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind. Frau Roth in ihrem theologischen Unvermögen sah darin nur den Hinweis auf einen christlichen Herrschaftsanspruch, den man auf keinen Fall dulden dürfe. Nun war die Deutsche Evangelische Allianz rechtzeitig zur Stelle. Um der Kulturkämpferin Roth den Rücken zu stärken, als Kritik aufkam, die Allianz sagte, das Humboldt-Forum ist keine Kirche. Es ist das Recht der Politik, eine Inschrift an einem öffentlichen Gebäude in Frage zu stellen und nach dessen Bedeutung für die heutige Gesellschaft zu fragen. Mit diesem Segen der Evangelischen Allianz konnte Frau Roth erstmal tief durchatmen. Nicht so die evangelikale Basis, denn die traf nahezu zeitgleich eine weitere Schockmeldung. So berief die FTH Gießen, die sich ja als Hochburg bibeltreuer Theologie versteht, ausgerechnet Volker Kauder zum neuen Honorarprofessor. Er soll künftig in den Bereichen politische Ethik und Religionsfreiheit lehren. Ja, Sie haben sich nicht verhört, das ist exakt derselbe Volker Kauder, der als jahrelanger Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag dafür sorgte, dass die alte Regierung ihre Aushöhlung der christlichen Ethik erfolgreich durchsetzen konnte. Genderideologie, Veränderung des Familienbildes, Abtreibungsmöglichkeiten, Ehe für alle. Auf Fraktionschef Volker Kauder war Verlass. Er sorgte zuverlässig dafür, dass die Unionsfraktion diese Konzepte sicher durch den Bundestag brachte. Darüber kann er ja jetzt an der FTH als Professor für politische Ethik reflektieren. Und vielleicht verzeiht er mir auch die Assoziation jenes bekannten Sprichwortes, man habe hier den Bock zum Gärtner gemacht. EKD-Synode, Schlosskuppel und eine Professur für politische Ethik, drei Beispiele nur, die sich mühelos fortsetzen ließen. Was ist passiert? Wir sehen mit Erstaunen und mit Traurigkeit, wie manch große evangelikale Organisation bzw. deren Funktionäre heute Positionen beziehen, Entscheidungen treffen, die mit ihrer segensreichen Geschichte oft kaum noch in Einklang zu bringen sind. Umso mehr sind die einzelnen Gemeinden jetzt selbst gefragt. Sie müssen ihrerseits für die notwendige biblische Orientierung sorgen. Sie müssen Anlaufstellen bieten für alle Generationen in den verschiedensten Lebenssituationen. Die Gemeinden müssen sich auch einmischen in die öffentlichen Debatten mit dem Zeitgeist, um dort das biblische Menschenbild bekannt zu machen, das unsere Zeitgenossen so dringend brauchen. Die Gemeinde selbst, das ist seit Zeiten des Neuen Testaments die Strategie, die Jesus Christus seinen Jüngern vorgegeben hat. Die Gemeinde, eben nicht irgendwelche anderen Organisationen. Die Gemeinde ist Gottes Mittel der Wahl, um seine Wahrheit zu lehren, in der Welt zu verbreiten und zu verteidigen. Wie Jesus gesagt hat in Matthäus 16, Vers 18, ich baue meine Gemeinde und die Pforten des Hades werden sie nicht überwinden. Darum ist es zukunftsträchtig und vorwärtsgewandt, dass wir unsere Zeit, unsere Kräfte und auch unser Geld in den Bau der Gemeinde Jesu investieren. Das Projekt Gemeinde hat eine eingebaute Zukunftsgarantie, weil darauf die besondere biblische Verheißung ruht. Deshalb möchte ich Sie ermutigen, wenn das noch nicht geschehen ist, suchen Sie in Ihrem Umfeld, näheren oder weiterem Umfeld, eine bibeltreue Gemeinde, die Sie unterstützen können. Eine Gemeinde, die Gottes Wort lehrt und studiert, die Jesus Christus, den Sohn Gottes, als einzigen Weg zum Himmel verkündet und eine Gemeinde, die ein Herz für ihre Zeitgenossen hat und ihnen Gottes ganze Wahrheit bezeugt. Falls Sie entsprechende Kontakte suchen, können Sie uns gern eine Mail schicken. Wir werden dann versuchen, Sie mit anderen Christen aus Ihrer Region in Verbindung zu bringen. Und dann
Lassen Sie uns gemeinsam diese Weihnachtszeit jetzt erst recht nutzen, um das wahre Licht, um Jesus Christus in die finsteren Winkel unserer Umgebung zu tragen. Unsere säkularen Zeitgenossen schreien nach Hoffnung, nach Trost, nach Orientierung und sie schreien letztlich nach Erlösung. Sie wollen wissen, was die Christen jetzt noch zu sagen haben. Wie sollen sie aus dem Gewirr der vielen Stimmen, die sich für christlich erklären, die Stimme des guten Hirten heraushören? Wir müssen ihn selbst zu Wort kommen lassen, indem wir seine Botschaft, sein Evangelium zu unseren Zeitgenossen bringen. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren ist. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr.